Hi und willkommen zurück bei Fortress Craft Evolved. Wir haben im letzten Mal unsere Energietransmitter geupdatet und sind noch dabei, bauen jetzt hier noch ein paar mehr aus. Ich werde mal schauen, dass wir hier noch, genau, den kriegen wir noch hergestellt. So. Müssten jetzt nur gucken, der sollte noch getauscht werden, damit er hier nach unten zeigt. So. Genau, hier zeigt er drauf. Die beiden äußeren sind jetzt blau und die vier inneren quasi grün. Wobei der hier nicht, aber der zeigt ja auch direkt auf den drauf. So soll es sein. Ich hier mal runter. Genau, hier kommt dann noch einer hin. Mal darüber. Genau, und hier auch. Okay. Er zeigt auch auf den drauf. So soll es auch sein. Hier haben wir noch einen, der sein Ziel nicht findet, oder? Ah doch, sieht gut aus. Okay. Doch, der liefert auch hier Strom hin. Okay. Genau, aber eigentlich braucht er hier gar nicht Strom hinliefern. So, probieren wir mal kurz aus, eine Sekunde. Wir machen da mal zu, nehmen den weg, packen hier den hin und lassen den direkt da drauf laufen. Dann funktioniert das Ganze nämlich auch. Okay, damit haben wir erstmal genügend Energie. So, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir weiterverfahren. Gut, brauchen wir so eine gewisse Systematik eigentlich dabei. Aber Energie sollte erstmal damit nach unten gehen. Okay, haben wir geklärt. Vielleicht können wir noch einen davon umbauen. Crafting. Super. Können wir. Dann haben wir zwei. Ja, super. Rechnen können wir. Haben hier jetzt die Sachen. Förderer. Dann bräuchten wir diese Resin-Teile. Und wo gibt es denn Resin? Irgendwo, wie viel? 100 Meter in die Richtung. Oben nehmen wir mal diesen, das kleine Stück vom Berg weg. Gehen wir hier lang. 100 Meter in die Richtung. Und mal schauen, wo kommt man dann hin? Hier gibt es Kohle schon mal, das ist gut. Die brauche ich dann nämlich, weil ich brauche ja die Energie. Aber wo hier der Bereich... Ah, hier. Hier ist das Resinzeug. Gut. Einmal hier das Zeug auch weggenommen, sehr gut. So, hier wäre Resin. Nach unten auch. Dann tragen wir das hier mal ab auf Meter 0. Würde ich sagen. Ja, nehmen wir mal. So. Perfekt. Genau, sind noch 2 Meter nach unten. Was ist hier drunter? Oh, hier ist Kohle. Sieht so aus. Perfekt. Das ist doch mal sehr, sehr gut. Genau, 1 Meter geht es noch nach unten. Machen uns hier mal ein bisschen Licht. So.
hier ist auch noch Kohle. Einmal abgetragen. Da oben sieht auch ein bisschen komisch aus, das trage ich auch mal ab. Gut. Super, dann haben wir hier auch was. Ich nehme hier noch ein bisschen mehr weg. Okay, einmal weggenommen. So, hier könnten wir dann das Kohleteil ranbauen. Wir brauchen... Oh. Wir brauchen zwei davon. Na gut. So, hier kommt so einer hin. Der bringt dann die Kohle einmal da lang. Und einmal da lang. Hier rein, damit er die dort anbringen kann. Genau. Und der bringt die auch von mir aus hier hin. Ein bisschen weiter links, ne? Ja, auch dahin die Kohle bringen. Ja. Okay, also wir brauchen... Am Ende des Tages brauchen wir noch welche von diesen Hoppern. Würde ich sagen. Wir brauchen, ja, doch, wir brauchen Hopper. Und wir brauchen noch die Kohleverbrennungsteile. Kohleverbrennungsteile. Pyro irgendwas, Dings. So, dann haben wir uns hier erstmal Zahnräder. Also, wir brauchen Pyro. Nehmen wir mal zwei mit. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass hier hinten... Wie sieht es denn hier aus? Was ist das drin? Da ist das. Wie sieht es hier aus? Drei. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay. So, damit ein paar mehr von diesen Housing-Teilen produziert werden. Gut. Kohleteile, das, das, das. Und die brauchte ich. Oh, Maschinenhousing fehlt da. Seht ihr? Machen wir gleich noch ein paar mehr. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann hier noch was rein. Eins, zwei, drei, vier. So. Dann produziert er hoffentlich erstmal ein bisschen. Guck mir mal hier Kupferteile an. Kupfer ist da. Okay. Gut. Können wir hier Sachen wieder rausziehen. Bevor die hier voll werden. Okay. So, dann verteilen wir hier die Sachen hin. Gucken hier mal kurz rein. Genau, hier hat er jetzt noch ziemlich viel Bedarf an Lithium. Wie sieht es bei diesen Coils eigentlich aus? Wie viel haben wir denn davon? 10. Mhm. Habe ich jetzt 2 von... Von dem habe ich noch einen. Ja, ich brauche am Ende des Tages hier diese Container. Dazu brauche ich so ein Copper-Housing-Teil. Was hier aber echt noch fehlt. Oh, doch, eins habe ich gekriegt. Gut, dann haben wir einen Container. Und dann würde ich es trotzdem mit dem einen Container mal versuchen. Moment, wir müssen mal gucken, wo müssen wir lang? Welche Richtung war das? Diese Richtung. Da irgendwo nach hinten muss das sein. Genau, hier sind wir richtig. Hoppala. So. Genau, hier. Dann packen wir zum Start in das ein bisschen Kohle rein. Kann es nämlich schon losgehen. So, und hier würde jetzt das Resin-Teil hinkommen, richtig? Erstmal das hier. Machen wir mal hier hin, so.
mal, ich pack das mal um. Dann können wir nämlich notfalls zwei da hinsetzen. So, eins. Zwei. Achso, du kannst ja gleich hier hinsetzen, macht ja viel mehr Sinn. So, okay. Hier neben kommt der. Und dann würde das, mach das mal hier hin, von der Seite hier runterlaufen. Okay. Super. Mal nur gucken, hier können wir es noch ein bisschen breiter machen. Ob das geht. Der kriegt jetzt hier erstmal Energie. Halt die Frage. Gut, hier drüben werden wir ein bisschen was wegnehmen, damit er da rankommt. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, aber ist wahrscheinlich besser. Ja. So. Okay. Gut, alles klar. Boostet da drauf. Und es sieht so aus, als wenn die Energie ausreicht mit einem, ne? Scanning for hard resin. Complete. Oder braucht der mehr? Wir können ja noch. Bei der 10.000, ne? Waiting for charge. Na, dann hauen wir hier noch einen zweiten ran. Schadet ja nicht. Ja, zwei gehen, glaube ich, auch. Dann sollte sich das hier ein bisschen schneller füllen. Super. Der hier hinten läuft, zieht die Kohle da weg und baut hier jetzt Harded Resin ab. Unbekannter Block. Was? Ist doch kein unbekannter Block, oder? Nee. Weiß nicht, was er hier gerade wollte. Ah. Scan abgeschlossen. Ah, der erhitzt den erst. Und dann brauchen wir den anderen, oder? Ach, verdammt. Jetzt, okay, ich gucke mir das mal kurz an. War flüssiger. Okay, wenn wir den jetzt... Setz ihn mal hier drauf. Ah, okay. Das heißt, wir müssen die nochmal wegnehmen. Setzen mal hier... Hier mal... Wenn wir hier... Da und da... Warte, ich baue nochmal rum. Jetzt hier mal zwei Blöcke hin. Nee, sogar hier setze ich die beiden. Das sind. Okay. Da setze ich die beiden Blöcke hin. Setze ich hier. Wir machen es gleich daneben. Weil die müssen ja auch wieder weggehen davon. Ah. Da und da. Oben drauf. Naja, es macht keinen Sinn. Ah, wie baue ich denn das hier am besten? Ich könnte es noch weiter nach hinten setzen und gleich so bauen, dass der da steht und der da steht. Dann würde hier, würden hier die Teile rangehen. Hier würde ich das draufsetzen. Boah, das ist aber kompliziert gerade. Wo war denn der andere? Hier. Machen wir mal hier. Als erstes den. Und dann den. Dann gucken wir nochmal, was der hier macht. Der Harzreiniger dann. Könnte funktionieren. Das heißt, wir müssen die aber noch weiter nach da setzen. Verdammt.
1, 2. Wir setzen hier einen hin, da einen hin. Oder nee, wir setzen am besten den erstmal dahin. So. Dann schnappen wir uns hier so ein Teil. Setzen das darauf. Okay, macht noch soweit Sinn. Ups, falsch. So rum. Okay. Setzen dann hier oben die rauf. Nee, ah, genau dich nicht. So und so. 7 und 8. Okay. Wir müssten jetzt überlegen, ob wir hier so einen Block daneben setzen und hier oben so ein Teil draufsetzen, ob der das dann da reinpackt. Gucken wir mal. Oh Gott. Ist ja echt kompliziert. Unbearbeitete Scans, ich weiß. Gibt es auch noch einen unbekannten Block, wenn ich das richtig sehe? Noch einer, ja. Okay. So, dann könnten wir noch ein Turntable am Ende des Tages gebrauchen. Nochmal gucken. Hier läuft aber auch Power rein. Ist der jetzt hier irgendwie Resinen reingepackt? Ich weiß es nicht. Liquefied Blocks. Hat der jetzt hier irgendwas gemacht? Er hat jetzt auch unten so ein Liquid-Teil. Was passiert, wenn ich hier noch so einen reinsetze? Hier oben setze ich jetzt einfach mal... Den haben wir noch. Den drauf. Ich setze ihn jetzt einfach mal daneben. So. Setze hier den hin. Gucken wir mal, was dann passiert. Energie niedrig. Okay. Ist soweit irgendwie logisch. Flüssigtes Harz. Oder braucht der den dann? Ich weiß es nicht. Okay, wir tun mal Folgendes. Wir setzen jetzt hier noch einen vor. So. Lassen hier nochmal so ein Teil rumlaufen. Und gucken mal, was der genau macht. Waiting for charge. Liquefied Blocks 0. Er braucht also Energie. Okay, wir holen uns ein Turntable und wir brauchen noch mehr diese Energieteile. Wir müssen aber vor allen Dingen ja hier irgendwas dann am Ende zurückbringen, würde ich sagen, zu unserer Basis. Das heißt, wir müssen hier in die Richtung irgendwie uns einen Tunnel bauen, damit wir dahin zurückkommen. Licht, wenn wir hier mal reinsetzen. So. Wunderbar. So, hier geht's lang. Genau, da drüben irgendwas passiert anscheinend. Aber so wirklich weiß ich gerade noch nicht, was passiert. Er wartet hier noch auf irgendwas. Ich auch nicht einfach abbauen. Hm. Gut, ich lasse es mal so laufen. Wir holen uns mehr Energie. Und erstmal auf den altmodischen Weg, indem wir zurückfahren. Dieses Resin-Teil ist echt kompliziert hier. Genau, wir kriegen aber auf jeden Fall Forschungspunkte. Das ist schon mal gut. Indem wir diese beiden verflüssigten, entkernten, wie auch immer, Resin-Arten erstmal entdeckt haben. Genau, hier 40 Punkte. Super. Das ist schon mal toll. Genau, und gucken mal... Okay. Ja, okay, lassen wir so. Schnapp mir hier mal raus, was ich so brauche. Okay, haben wir. Genau, und dann brauchen wir von diesen Teilen was. Ich hoffe, hier sind jetzt wieder... Ah ja, ein paar Maschinengehäuse haben wir, sehr gut. Genau, davon brauche ich zwei. Ich brauche von diesen Turntables was.
1, 2, machen wir mal. Und im Idealfall brauche ich auch von diesen Containern was. Hier nehme ich mal 4 mit. Dann brauche ich noch einen davon. Okay, so sollte es erstmal passen. Und ich gucke mal, dass wir hier hinten gleich wieder Sachen reingeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. So, dann soll der ein bisschen produzieren. Hier, damit wir in der Forschung vorankommen, packen wir ein bisschen Lithium auf jeden Fall hier rein. Ja. Gucken, ein Lithium sollten wir noch haben. Ja, ein bisschen mehr sogar. Und packen das hier hinten rein. 1, 2, 3. Dann läuft das nämlich auch wieder zusammen. Wir müssen nur gucken, dass wir am Ende... Ja, das sollte alles passen. So, bitte einmal wieder hier hin. Lauf hier mal durch. Genau, da sieht man ja schon, wo wir es gebaut haben. Da. Ich würde jetzt mal... Ich nehme das mal hier weg. Hier noch diesen anderen Bereich hinsetzen. So, hier baue ich jetzt erstmal ein Turntable hin. Turntable, da ist er. Damit es in beide Richtungen geht. So. Genau. Der geht noch da lang. Und da lang und da hier hin. Genau, so. 9. Genau. Oh, warte mal, Moment. Hier kommen dann noch 2 von denen runter. So, okay. Jetzt haben wir 4 von den Teilen. Ich hoffe, das reicht, um hier noch mehr Energie reinzubringen. Gut, hier haben wir jetzt irgendwie verflüssigtes Zeug. Sucht angrenzenden Container nach verflüssigten... Ja, okay. Wenn ich das richtig verstehe, brauchen wir das nicht. Und eigentlich sollte der da reinlaufen, der Teil. Guck mal kurz, wir haben Harzverflüssiger. Haben wir jetzt irgendwo verflüssigtes Harz auch? Weiches Harz? Hier. Verflüssigtes Harz, okay. Müssen wir nur gucken, ob der... Er sollte eigentlich das da reinbringen. Okay. Okay. Und die haben jetzt hier auch schon ein paar Blöcke liquidifiziert, was auch immer. Und das heißt, wir können den Bereich hier locker umbauen und den... Ups. So bauen. Gut. Dann baue ich hier und da... Setze hier oben dieses Teil drauf. Nehme das weg. Super. Und dann läuft das nämlich hier rüber. Da runter. Geht das nicht? Okay, da runter. So. Ist auch nicht so schön. Da könnten wir vielleicht später nochmal so eine Ebene nach unten bauen. Gut. So. Wunderbar. Und hier geht's dann. Da lang. Perfekt. So sollte es sein. Genau, Kohle, die beiden laufen. Perfekt. Hier läuft jetzt dieses flüssige Resin durch. Läuft da runter, fällt da drauf. Perfekt. Ja, dann können wir hier hinten in unserem Tunnel weiterbauen. Guck mal, ob wir hier mit dem Teil ein bisschen... Sollten wir eigentlich ein bisschen schneller vorankommen. Einmal Licht, bitte. Wunderbar. Und einmal hier in die Richtung weiter. Oh. Hier nochmal Licht. Haben wir hier echt einen schönen Tunnel am Ende. Fällt mir.
Müssen nur gucken, dass das hier läuft. Da ist da vorne irgendeine Lücke oder so? Nö, der läuft da lang. Okay. Super. Perfekt. Oh, ups. Hier müssen wir natürlich schauen, dass der Tunnel auch weiterläuft. Wir müssen nur gucken, wo wir am Ende hier ankommen. Wir müssen ja irgendwo wieder rauskommen aus dem Tunnel. Und quasi diesen Berg, den wir unterqueren. Unterqueren? Ich glaube, unterqueren klingt erstmal komisch, ist aber, glaube ich, nicht falsch. Oh, Licht. Wir mal gucken, wo wir sind. Ah ja. Okay, hier unten sind schon die Tunnel. Also wir nähern uns dem Gebiet, wo wir hinwollen. Oh, und hier ist irgendwas im Weg. Anscheinend Kohle. Viel Kohle. Okay. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier nach oben gehen, wo wir da hinkommen. Ah ja, sind wir hier. Wir eigentlich hier auch nach oben laufen. Ja, das könnten wir machen. Ja. Okay, das ist schon eins zu hoch. So, machen wir hier noch mal Gang nach unten. Super. So, und sind dann hier auf der Ebene. Mal sogar noch einen nach unten gehen, wenn ich das richtig sehe. Perfekt. Wunderbar. Und hier da lang. Okay. Okay, so. Schauen am besten hier lang. Das? Ja, das geht. Viele von den Blöcken gebaut. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache gewesen. So. Gut. Dann sind wir hier. Gut, dann bauen wir das hier rüber. Und gehen da runter. Perfekt. Dann sind wir hier hinten, könnten hier jetzt, müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt bauen. Theoretisch hier irgendwo so ein Teil setzen. Den, achso, den haben wir jetzt nicht mehr. Genau, das läuft dann zum Beispiel da rein. Ja, da so ein Teil. Bräuchten da noch so ein Hydro, weiß es nicht. Pyro, Pyro bla. Okay. Okay, hier sind auch ein paar Sachen ja entstanden. Nehmen wir gleich mal zwei von mit. Auch wenn wir erstmal nur eins brauchen. So, setzen das daran. Der hat ja hier auch Kohle. Setzen dann hier den ran. Und hier wäre, also wir brauchen ja eigentlich gar nicht so viel. Hier wäre der und der steht auf nur entfernen. Und hier wäre der und der steht auf nur hinzufügen. Perfekt.
So sollte es funktionieren. Und hier läuft jetzt auch schon Resin lang. Okay. Und um dann hier hinten lang zu gehen. Perfekt. Hier wird die Kohle, die hier abgebaut wird, auch auf jeden Fall gebraucht. Ja, also man sieht auch, dass wenn die hier arbeiten... Ich baue hier mal unten noch ein bisschen weg. Ja. Ja, also wenn die hier arbeiten, dass die echt viel davon benötigen und es nicht mal schaffen, die mit diesen vier Teilen die Energie aufrechtzuerhalten. Also was heißt aufrechtzuerhalten? Also... also die hier voll zu kriegen, selbst mit vier von diesen Kohleverbrennungsteilen. Aber das ist ja okay. Ja? Ist für mich vollkommen in Ordnung. Ja, perfekt. Dann bedanke ich mich an der Stelle mal wieder fürs Zuschauen. Bin relativ stolz darauf, dass wir das hinbekommen haben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut.